Willkommen zurück im finsteren, dunklen, grausamen, verfluchten Bergdorf. Wir zünden eine Fackel und von da unten sind wir gerade oder letzte Woche für euch mit diesem coolen Effekt nach oben gefahren. Sieht jetzt eher aus wie der Tod da unten. Und jetzt sind wir wieder zurück im verfluchten Bergdorf, haben den Sandsack, der uns noch gefehlt hat, und den werden wir jetzt einsetzen. Ich bin jetzt mal gespannt, wo wir hier rauskommen. Ach, das. Ich glaube, wir kommen jetzt wieder aus so einer Hütte raus. Genau. Kann man den nochmal schieben? Nee. Jo, da sind wir wieder in einer Hütte. Ich schätze mal, hier kommen gleich wieder so Gnome. Oder vielleicht doch nicht. Aber ich denke schon. Nee, es kommen diesmal keine. So. Uzi-Munition und dann sind wir wieder draußen. Wenn wir die Tür aufgestoßen haben. Oh, Lara macht die Tür sogar richtig auf. Ich bin begeistert, Lara. Und da sind wir wieder in unserem verfluchten Bergdorf. Hier haben wir jetzt soweit alles erledigt und können jetzt den Sand noch einsetzen und das Level somit verlassen. So schnell geht das, meine Lieben. Hier an diesem aufgehängten Galgentyp vorbei. In das Haus, wo Jean-Yves auf uns wartet, setzen wir jetzt den Sand ein. Und dann sehen wir mal weiter. Gut, also hier rein. Das Wasser ist drin. Das Feuer brennt. Das heißt, wir setzen den Sand noch ein. Und dann haben wir das Ganze doch schon. So. Und was hat das jetzt getan? Ah. Upsa, okay. Alles klar. Wir haben die Brücke geöffnet und können jetzt hier raus aus dem verfluchten Bergdorf. Ich glaube, es kommt jetzt ein neues Level, wenn wir über diese Brücke drüber gehen. Hier unten war dieses Feuerlevel. Und das haben wir jetzt auch hinter uns gelassen und kommen in ein neues Level. Und zwar speichern wir jetzt mal hier oben ab über das Herz des Poseidon, das kann ich eh nicht mehr sehen, und sind jetzt bei der Dorfkapelle. Ja, das ist unser nächstes Level. Wow. Sehr gruselig. Alter, ich glaube, ich greife mich sogar an. Wir nehmen mal die Granatwerfer. Finde ich eine ganz coole Idee eigentlich. Okay. So, also. Wir machen erstmal die Musik leiser, weil die bleibt jetzt die ganze Zeit, glaube ich, so in diesem ganzen Level. Und das ist mir etwas zu laut. So. Ich glaube sogar, dass man diese Bäume gar nicht abschießen kann. Oder? Doch. Ach so, das sind solche Rittergegner. Jetzt habe ich es kapiert. Okay. Die müssen wir eigentlich relativ schnell tot kriegen. Dafür ist die Uzi die perfekte Waffe. Hört ihr es? Das sind diese Ritter. Aber finde ich sehr, sehr cool umgesetzt. Eine saugeile Idee. So. Also das ist wirklich eine richtig coole Idee, finde ich. Diese Bäume als Gegner zu nehmen. So. Hier drin ist der Endgegner der Dorfkapelle. Und da wollen wir jetzt noch gar nicht rein. Sondern gucken erst mal, was hier in diesem Sarg drin ist. So. Okay, speichern wir und laden. Weil da kann man das Ganze nämlich doch mal aufheben, wenn man sich quer hinkniet. Ist so ein Bug, der funktioniert eigentlich immer ganz gut. Aber das geht leider nur zweimal, das Ganze.
Hier ist ein Engelchen drin. Laufen wir gerade einmal rum um die Dorfkapelle und gucken uns um. Hier scheint nicht viel zu sein, aber wir müssen hier draußen erstmal diesen Juwel finden, den wir dann einsetzen müssen, um überhaupt reinzukommen in die Dorfkapelle. So. Ah, da ist schon der Stern. Ich weiß nicht, ob man den auch zweimal aufheben kann. Nee, den nicht. Wäre ja noch schöner. So, ich weiß gar nicht, ob es jetzt schon sinnvoll ist, in diese Kapelle reinzugehen. Ganz einfach deswegen, weil man noch auf das Dach der Kapelle kann. Und das würde ich dann erstmal tun. Und zwar ging das, glaube ich, so, indem wir auch hier auf das Dach drauf springen, eine Rolle machen und das so lang, bis wir oben drauf landen. So, perfekt. Können wir, glaube ich, die Glocke anschießen? Nee, ging nicht, aber der Hebel. So, und der öffnet uns, glaube ich, sogar einen Ausgang oder vielleicht sogar ein Geheimnis. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, da ist sogar ein Geheimnis dahinter. So. Okay. Man kann auch auf das Dach drauf. Da werden wir auch gleich drauf gehen. Aber ich möchte gerade nochmal gucken. Aber ich glaube, sonst war hier oben auf dem Glockenturm zumindest nichts mehr. Das heißt, wir klettern jetzt mal auf das Dach der Kapelle. Freuen uns, solange noch alles friedlich ist, weil es wird nicht so bleiben. Das verspreche ich euch. Ich muss gerade mal überlegen, wie konnte man diesen Endgegner eigentlich nochmal besiegen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. So, auf dem Dach kann man rumspazieren, aber ich glaube, das bringt sogar nichts. So überhaupt nichts. Deswegen würde ich sagen, lassen wir uns jetzt mal wieder hier runter. So. Und trauen uns einfach mal rein in die Dorfkapelle. Dafür nehmen wir mal unser... Was nehmen wir denn dafür? Nehmen wir erstmal die Schrotflinte. Die ist ganz gut. Weil es bleibt nicht bei diesem Endgegner, das kann ich euch gleich sagen. So, also, jetzt Zähne zusammenbeißen, jetzt geht es in die verfluchte Dorfkapelle. Von dieser Kapelle geht der ganze Fluch des Lazarus aus und den müssen wir jetzt bändigen. So. Gut, da drin steht nämlich der Priester, das ist nämlich der Pater Gabriel, der diesen Fluch ausgelöst hat. Und hier ist doch jetzt ein Secret, genau, habt ihr es gehört? Wir haben nämlich jetzt 14 von 16 Geheimnissen. Ich glaube, wir haben das Herz übersehen. Wo liegt denn das nochmal? Hier drin ist ein Buch. Aber Geheimnisse haben wir jetzt insgesamt 13 Herzen. Aber uns fehlt doch noch eins. Das müsste, glaube ich, eigentlich hier liegen. Aber keine Ahnung. Ausgelöst haben wir es schon mal, aber haben tun wir es leider noch nicht. Naja, gut. Jetzt gehen wir erstmal hier raus und bezwingen erstmal den Endgegner. Das ist jetzt schon mal das A und O. Hier ist ein Altar mit einer Bibel drauf. Hier unser Pater Gabriel mit dem Stab von Sophia Lee. Und wir müssen einmal diesen Knopf hier drücken. Ging das denn nochmal? Genau, schieben. Und der hat uns jetzt die Tür nach hinten geöffnet. Oh Gott. So, hier schnell durch. Hier hoch. Und dann das hier drücken. So, jetzt weiß ich aber nicht mehr, was passiert. Ah, okay. Gut.
Speichern wir das Ganze mal ab. Okay, wir haben das jetzt nochmal gedrückt. Das war nicht mein Hintergrund, aber das ist egal. Okay. Ich glaube, wir können den jetzt abschießen. Oder wie war denn das? Oder haben die Untoten jetzt sogar einen Schlüssel verloren oder sowas? Ich meine, irgendwo müsste jetzt hier ein Schlüssel liegen. Ne, den muss man, glaube ich, in die Luft sprengen. Anders geht das gar nicht. Das heißt, wir nehmen jetzt hier ein Medipack und Granaten. Und kommt mal alle zusammen, meine Lieben. Wir versammeln uns hier, ihr untoten Biester. Okay, es geht gar nicht. Doch, es geht. Wir nehmen nochmal ein kleines Medipack. Weil wir gerade vergiftet waren. Und jetzt müsste irgendwo der Schlüssel liegen. Irgendwo muss hier ein Schlüssel liegen. Den brauchen wir. Das weiß ich noch, aber die Frage ist, wo? Oder müssen wir den... Aber ich glaube, den können wir so nicht bezwingen. Wir brauchen nämlich das Buch dafür. Und das Buch ist hier hinten drin. Und dazu brauchen wir den Schlüssel. Und den müssen wir jetzt suchen. So, kleines Medipack. Vielleicht ist er auch hier draußen irgendwo, weil wir die Gegner hier draußen in die Luft gesprengt haben. Okay. Irgendwo ist hier ein Schlüssel, aber ich finde ihn gerade ehrlich gesagt nicht. Wo zum Henker ist dieser Schlüssel hin? Aua. Ja, gute Frage, nächste Frage. Das letzte Mal hat er hier drin gelegen, aber das lag wahrscheinlich daran, weil wir die Gegner, weil ich das letzte Mal die Gegner da drin abgeschossen habe, aber die sind jetzt hier draußen gewesen. So, und die haben irgendwo den Schlüssel. Oder wo kamen die denn her? Vielleicht liegt der da irgendwo drin. Ich denke mal, die kamen aus dem Sarg hier raus. Aber da ist jetzt auch kein Schlüssel drin. Nee, nee. Irgendwo muss dieser Schlüssel liegen, den ich brauche. Aber ich frage mich gerade, ehrlich gesagt, ein bisschen wo. Wo hat der Levelbauer den Schlüssel verschanzt? Vielleicht liegt er echt da drin und ich habe den einfach mal volle Kanne übersehen. Aber ich glaube es ja fast gar nicht. Leuchten wir das Ganze mal etwas aus. Das ist ja merkwürdig. Okay, jetzt sind wir erstmal tot. Vielleicht lade ich gerade nochmal den 505er Spielstand. Jetzt haben wir gerade das gedrückt. Okay, das heißt, wir können gerade nochmal diese Gegner auslösen. Dann merken wir uns, wo die sterben und suchen dann die Stellen ab. Also hier. So. So, okay. Nochmal drüber speichern vielleicht. Oder man darf vielleicht diesen Schalter nicht zweimal ziehen. Vielleicht war das der Fehler. Weil wir den zweimal gezogen haben. Aber so kriegt man den Gegner nicht tot. Wir müssen nämlich erst hier. Okay, die kann man glaube ich sogar hier mit abschießen. Vier. So, und nochmal. Gut, und jetzt müssen wir mal gucken, ob irgendwo hier ein Schlüssel liegt. Aber nee, gell? Aber was macht der denn da drin? Der kloppt da drin rum, ich bin hier draußen. Oh,
Und er zieht mir trotzdem Leben ab. Ich bin etwas überfragt, Leute. Muss ich jetzt mal ehrlich zugeben. Was macht der denn hier draußen auf einmal? Jo, ich würde jetzt sagen, ich baller nochmal auf den Typ da ein. Auf den Pater Gabriel. Weiß aber nicht, ob das was bringt. Und wenn nicht, beende ich dann erstmal die Folge und überlege mir nochmal was, weil so habe ich keine Ahnung, wie das Ganze hier enden soll. Also nehmen wir jetzt gerade einfach mal unsere Granaten, ausrüsten und schießen ihn auf den Pater Gabriel drauf. So. Und so. Medipack und nochmal. Und nochmal. Aber ich glaube nicht, dass es funktioniert. Wir brauchen nämlich eigentlich das Buch. Deswegen frage ich mich, wo der Schlüssel ist. Nee, das geht nicht. Naja, also wir sehen uns das nächste Mal hier an dieser Stelle wieder und dann habe ich mehr Ahnung. Bis dann. Ciao.